Full Metal Jacket, Leute, und damit herzlich willkommen zurück, nahtlos quasi in Vietcong 1, First Alpha, und wir gehen auf die Suche nach weiteren Waffen. Hier haben wir die nächste. Ach, das ist eine interessante Geschichte. Das ist eine Winchester 70. Die gab es auch in Rising Storm, ach Quatsch, die gab es auch in Vietcong 2 damals. Genau, ich habe letztens nochmal meine Vietcong 2 Videos geguckt, das ist das Ding. Wo ich damit unglaublich gut dann die ganzen Vietnamesen vom Dach der Water Station geholt habe. Der Sound ist zwar nicht ganz synchron mit dem Bild, also der Sound ist nicht ganz synchron mit der Animation, aber er hört sich richtig geil an. Ich war damals auch unglaublich fasziniert von Mehrladegewehren mit ihren Zylinderverschlüssen damals. Also als Kind, heutzutage weiß ich natürlich, wie die funktionieren. Das ist auch ein interessantes Modell, und zwar muss ich dazu kurz die Geschichte der Marines und ihres Scharfschützenprogramms erklären. Und zwar, irgendwann haben Army und Marines halt das M14-Gewehr gekriegt, und die Marines hatten damals so einen Schützenwettbewerb. Die haben damals in ihren Basen dann auf Zielscheiben geschossen und so weiter und haben das versucht, dann auch das mit dem M14 zu machen. Haben allerdings festgestellt, das M14 ist halt unpräzise wie Kacke. Wir wollen unsere Wettbewerbe weiterschießen, was machen wir? Damals haben die dann aus der Privatwirtschaft von der Firma Winchester das Modell 70 gekauft. Das war eingekammert, ich meine, für 3006. Und haben dann mit diesen Winchester M70-Gewehren dann ihre Wettbewerbe geschossen. Damals mit einem Leitervisier, also das, was wir hier sehen, das ist das, was man ein Leitervisier nennt. Und zwar, das geht jetzt hier in der Realität, das geht jetzt hier im Spiel nicht. In der Realität sieht das so aus, dass man dann hier dieses Visier verschieben würde. Ich meine, man guckt dabei sogar durch das Loch, was ich jetzt gerade markiere. Ich bin mir allerdings nicht sicher, ob das Leitervisier dieser Gewehre damals auch wirklich so funktioniert hat. Und ich bin gerade gestorben. Und haben dann halt ihre Wettbewerbe mit diesem Winchester Modell 70 geschossen. Als dann die Marines nach Vietnam verlegt worden sind, haben die Marines einige dieser M70-Gewehre... Oder da ist eigentlich kein M drin. Wieso sage ich die ganze Zeit M70? Das sind eigentlich Winchester 70 Modelle. Haben davon einige mit nach Vietnam genommen. Haben dort gemerkt, dass diese als Scharfschützengewehre, also sie haben die da nicht nur einfach rumliegen lassen oder damit in ihren Basen irgendwelche Wettbewerbe geschossen, die haben die wirklich auch im Krieg dann eingesetzt. Als Scharfschützengewehre, damals noch mit dem Leitervisier. Und haben gesehen, dass Scharfschützen taktischen relativ hohen Wert haben. Dazu muss man nochmal sagen, dass die US-Streitkräfte damals nach dem Ersten Weltkrieg, die haben erstmal nach dem Ersten Weltkrieg ihr Scharfschützenprogramm aufgegeben, haben gesagt, so Scharfschützen braucht man nicht, das ist Unsinn. Haben dann im Zweiten Weltkrieg gemerkt, okay, Scharfschützen sind doch ganz praktisch, machen wir ein Scharfschützenprogramm wieder auf. Haben dieses Scharfschützenprogramm dann nach dem Zweiten Weltkrieg allerdings schon wieder aufgegeben. Ach, hier ist nur die doppelte Schrotflinte. Haben ihr Scharfschützenprogramm dann nach dem Zweiten Weltkrieg wieder aufgegeben. Haben dann wieder in Korea gemerkt, okay, Scharfschützen zu haben ist doch irgendwo ganz praktisch. Zu dieser Waffe kommen wir dann gleich. Haben dann nach Korea das Scharfschützenprogramm aber wieder auf Eis gelegt und haben dann in Vietnam wieder gemerkt, okay, Scharfschützen zu haben ist doch ganz praktisch. Und haben dann teilweise auch Zielvisiere auf diese Winchester 70 Modelle angebracht, auf diesen Winchester M70 Modellen angebracht, wir wollen ja grammatisch korrekt bleiben, und haben dann gemerkt, das ist doch eine relativ gute Idee, das zu tun. Allerdings hatten die ein Problem, und zwar war damals die Munition, also 3006, war damals nicht mehr in der Versorgung vorhanden der US Marines, und die mussten deswegen immer sozusagen zu den Südvietnamesen betteln gehen, weil die Südvietnamesen hatten damals in den Maskeranten, um sich halt da die Munition zu besorgen. Und haben gesagt, das ist doof. Außerdem waren diese Winchester 70 Modelle jetzt nicht unbedingt so gut dafür geeignet, wirklich im Dschungel von Vietnam benutzt zu werden. Das waren eigentlich eher Jagdgewehre für die amerikanischen Great Plains und sowas. Und dann haben die sich nach einem anderen Gewehr umgeguckt, was das gleiche kann, allerdings besser geeignet ist für den Krieg und natürlich eingekammert ist für eine Patrone, die man dann auch hatte. Und zwar 7.62x51mm. Und das war dann das Remington 700. Und zwar auch ohne M, ganz wichtig. Und deswegen verwechsel ich die ganze Zeit. Und zwar das eine ist das Winchester 70 und das andere ist das Remington 700. Das sind zwei verschiedene Sachen. Und dieses Remington 700 hat ihnen ganz gut gefallen. Und zwar in einer Unterversion. Diese Unterversion war das X40 oder 40X. Das ist in Prospekten immer mal wieder anders. Und aus diesem X40, also dieses X40 haben sie dann... Also dieses 40X oder X40 haben sie dann offiziell eingeführt, und zwar
als US Marines Rifle Model 40. Also das. Okay, diesmal habe ich es überlegt. Das letzte Mal bin ich gestorben, als ich runtergefallen bin. Also das, was wir heute noch als M40 kennen. Übrigens nur die Marines, nicht die US-Armee. Die US-Armee wird später, Anfang der 80er Jahre, auch ein Remington 700 einführen. Allerdings ein anderes Remington M700, was so ein bisschen schwereren Lauf hat und einen bisschen anderen Verschluss. Das ist so ein bisschen anders. Und das werden sie dann als M24 einführen. Aber kommen wir zur Waffe, die wir hier haben. Das ist der M1 Carbine. Mal gucken, wie schnell sich der triggern lässt. Okay, Rückstoß ist relativ wenig drin in dem Gerät. Allerdings ist mein Trigger-Delay relativ hoch. Und zwar, ich klicke jetzt so schnell ich kann. So, er lädt nach. Ich habe den Röpser des Todes rausgeschnitten. Das ist auch relativ cool. Das ist auch eine Waffe, die ich unglaublich cool finde. Allerdings, ja, Kimme und Korn benutzt man so nicht, muss ich aber nicht bei jeder Waffe einzeln sagen. Man guckt eigentlich durch dieses Loch hier oben auf diese Spitze von dem Dachkorn, meine ich. Also ich müsste es jetzt 3D sehen. Ist es ein Zylinder? Nee, ist es ein Kegelkorn oder ein Dachkorn? Ich meine, es ist eher ein Dachkorn. Das ist auch eine recht interessante Waffe. Und zwar hängt die auch fest zusammen mit den ersten Amerikanern, die nach Vietnam gekommen sind. Und zwar die ersten Amerikaner, die nach Vietnam gekommen sind, die waren eigentlich noch keine richtigen Kampfeinheiten. Die waren eigentlich eher in Vietnam, um halt den Südvietnamesen beizubringen, wie man richtig gegen die Nordvietnamesen und gegen den Vietcong kämpft. Obwohl Südvietnamesen und Nordvietnamesen haben damals nicht direkt miteinander gekämpft. Das wird erst später kommen. Erst haben die Südvietnamesen erst gegen den Vietcong gekämpft. Und die Berater, also die Militärberater, wie man diese Leute nennt, die von den USA nach Südvietnam geschickt wurden, die hatten größtenteils erstmal M1 Carbine und M2 Carbine. Der Unterschied ist eigentlich nur, der M2 Carbine hat ein bisschen stabileres Magazinschloss, damit halt die 30 Schuss Magazine besser gehalten werden können. Außerdem sind M2 Carbines vollautomatisch. So, ich glaube, hier hatte ich was gesehen. Genau, das ist jetzt der M14. So, oder eher das M14 Gewehr. Ich glaube, voller Name ist auch mal wieder US Rifle M14 7,62 mm. Das ist, es wird ja immer behauptet, also es gibt ja immer diese schöne Geschichte, dass die Amerikaner mit dem M14 nach Vietnam gekommen sind, haben dann gemerkt, dass die AK-47 des Vietcong sehr viel besser ist und haben dann das M14, was in Vollautomatik nicht zu halten war, relativ schnell dann während des Vietnamkrieges gegen das M16 ausgetauscht. Das stimmt so nicht. Und zwar die meisten Einheiten, also die meisten mobilen Einheiten der US-Streitkräfte, die waren bereits mit dem M16 ausgerüstet. Und zwar M16 bei der Luftwaffe M16 A1. Nee, Moment, M16 bei der Luftwaffe XM16 E1 bei der Armee. Denn die Armee wollte unbedingt den Verschlussdrücker haben, den die Luftwaffe nicht haben wollte. Mal gucken. Ach, ist sowieso vollautomatisch, okay. Und zwar ist auch das, was besonders durch Call of Duty falsch dargestellt wird. Und zwar M14, okay, die Map endet in 30 Sekunden. Okay, dann ganz schnell. Das M14 ist in der Realität, ist das vollautomatisch, wird allerdings von vielen Spielen als halbautomatisch dargestellt, weil sich halt der vollautomatische Modus von diesen Dingern auch nicht wirklich halten ließ. Die sind wirklich abgehauen. Übrigens ist die Geschichte des M14 auch relativ interessant. Und zwar wollten die Amerikaner mit dem M14 damals sozusagen M1 Garand und Bar vereinigen. Eigentlich M1 Garand Bar und M3 Grease Gun. Und die Dauerfeuerstabilität dieser Waffe ist viel zu gut. Eigentlich müsste das so aussehen, dass das Ding dann wirklich, dass man damit wirklich gegen den Himmel guckt, wenn man damit längeren Feuerstoß schießt. So, aber da habe ich noch was gesehen. So, SKS kennen wir. So, ich glaube, das war ein DuckTRF, oder? Also ein DP. So, ich glaube, hier bin ich wieder am Anfang. Genau, ich habe den gleichen Spawn. Hier habe ich dann auch wieder die Sten-Maschinenpistole. Die Sten, nicht die Sterling, nicht verwechseln. Obwohl die Sterling-Maschinenpistole ist eigentlich ein direkter Nachkomme von der Sten. Und einige Sterling-Maschinenpistolen wurden auch schon im Zweiten Weltkrieg eingesetzt. Oh! Da haben wir ja auch was Interessantes. Das ist jetzt ein M21, oder? M14 bis Optics. Okay, ist eigentlich was anderes. Könnten wir die Geschichte dann auch noch abhaken. Wenn ich ja schon die Geschichte der Scharfschützen der US Marines erzähle, dann kann ich auch die Geschichte der Scharfschützen der US Armee erzählen.
Und wir haben sogar dieses Absehen mit den Rangefindern. Übrigens, wer wissen möchte, wie diese Linien hier funktionieren, die habe ich mal erklärt, wie die genau funktionieren in Rising Storm 2 Vietnam. Und zwar, ja, die US-Armee, ja, genau die gleiche Geschichte, hat ständig ihr Scharfschützenprogramm wieder angefangen, wieder aufgegeben. Und auch bei der US-Armee gab es diese Schützenwettbewerbe. Diese Schützenwettbewerbe haben die auch rausgefunden, die kann man mit einem normalen M14 nicht schießen. Ein normales M14 ist nicht präzise genug. Und deswegen haben die eine Spezialversion des M14 eingeführt. Das war das M14 NM National Match. Dazu nochmal kurz eine andere Geschichte. Und zwar gab es auch eine sogenannte Reservistenversion vom M14. Das war dann das M14N, also M14 National, M14 für die Nationalgarde. Dieses hatte einfach den vollautomatischen Modus nicht. Denn irgendjemand wollte nicht, dass halt die Nationalgarde oder auch die Reservisten einfach mal eine vollautomatische Waffe daheim haben. Und deswegen gab es halt dieses M14N, da war einfach der Vollautomatikunterbrecher ausgebaut. Und die konnten halt nicht vollautomatisch schießen. Und von dieser halbautomatischen, also von dieser, nennen wir sie mal, Selbstladeversion, gab es dann halt diese Match-Version. Das war dann das M14NM, also das National Match. Und diese Version war dann präziser, also die hatte einen etwas präziser gefertigten Verschluss, ein bisschen andere Laufbetting, das heißt, der Lauf war ein bisschen anders in dem Schaft untergebracht, sodass der Lauf halt so ein bisschen anderes Schwingungsverhalten hat. Das sind jetzt Büchsen und Das sind jetzt büchsenmacherische Sachen, die sind relativ kompliziert, die lasse ich jetzt mal weg. Und es gab halt diese Version einfach erstmal nur für zu Hause, für diese Schützenwettbewerbe. Dann wollten allerdings die US-Armee wollte dann auch ein Scharfschützengewehr für Vietnam haben. Das erste, was sie gemacht haben, was völlig beknackt war, die haben erstmal Zielvisiere auf XM16E1 angebracht. Das war eine vollkommene Katastrophe, das hat überhaupt nicht funktioniert. Die waren nämlich überhaupt nicht präzise genug. Dann ist man hergegangen und hat sich M14 genommen, hat dann auf die M14-Version halt eine Optik drauf geflanscht. Das ist das, was wir hier haben. Dann haben die allerdings gemerkt, diese M14-Versionen sind im Gegensatz zu dem, was wir hier im Spiel sehen, überhaupt nicht präzise genug, um überhaupt diese Scharfschützen-Optik überhaupt richtig benutzen zu können. Denn wenn du halt durch eine Optik guckst und schießt und die Patrone, also natürlich nicht die Patrone, sondern das Projektil trifft die ganze Zeit woanders auf, dann kannst du das Ding natürlich nicht als Scharfschützengewehr benutzen. Und deswegen hat man sich daran erinnert, dass man ja so eine präziser gebaute Version vom M14 ja hat, und zwar dieses M14MM. Und dann hat man dieses M14NM mit einem Zielvisier ausgestattet. Das war damals, ich meine, das Redfield 3 bis 9 Mal. Auf der Art Montage, wer sich dafür genau interessiert, meine Rising Storm 2 in meinen Rising Storm 2 Vietnam Videos, ist das etwas besser erklärt. Und das Ganze hat man dann eingeführt als XM21. Und das XM21 hatte allerdings ein Problem, und zwar durch das feuchte Wetter in Vietnam ist halt der Holzschaft von XM21 aufgequollen. Beim normalen M14, was ja sowieso nicht präzise ist, da ist das nicht so ganz so schlimm, wenn das passiert. Beim XM21 war das fatal, und deswegen hat man dann, als man das XM21 finalisiert hat, zum M21 hat man dann da die Holzschifte eineloxiert. Mal gucken. Okay, dann ist das wirklich... Dann ist das, was ich hier habe, wirklich ein M14 einfach mit Optik. Okay, ich kann sogar aus dem Scope heraus Vollautomatik schießen. Das ist ja witzig. Ich glaube, das fand ich auch damals relativ cool. Oh, da sehe ich das nächste. Und zwar sehe ich da das, was die Russen stattdessen gemacht haben, beziehungsweise die Sowjets. Und zwar die Sowjets hatten ja, wie ich das in meinem ersten Video erklärt hatte, erstmal haben die ja noch gedacht, sie könnten einfach auf eine SKS ein Zielvisier draufpacken. Das hat überhaupt nicht funktioniert. Und die SKS hatte halt auch mit dieser 29mm Hülse nicht die größte Reichweite. Und deswegen haben sich die Sowjets, als sie halt ihre ganze Taktik umstrukturiert haben, wie gesagt, das von den Sowjets, das war erstmal geplant, also SKS, RPD und AK zu haben und damit dann halt so eine taktische Trinität zu haben, also eine strategische Trinität heißt es eigentlich. Das hat ja nicht funktioniert wegen der Hülsenkürzung. Und deswegen haben sie sich umorientiert, dass RPD und SKS sind quasi rausgeflogen, weil die als Selbstladegewehr und leichtes Maschinengewehr mit dieser kurzen Hülse nicht mehr genug Feuerkraft haben. Stattdessen haben sie halt erstmal mit dem RPK eine Maschinengewehrversion, also eine leichte Maschinengewehrversion, heute würde man sagen Brückengewehrversion oder Schnellfeuergewehrversion, also Truppschnellfeuergewehrversion, von der AK zu bauen, und zwar mit dem RPK, und haben allerdings gesehen,
dass sie dann doch noch ein Scharfschützengewehr brauchen, also doch noch was brauchen, um ein bisschen mehr Reichweite zu haben. Da muss ich vorstellen, wir haben jetzt hier die Sowjets mit einer Patronenlänge von 39 mm und auf der anderen Seite haben wir die NATO-Streitkräfte mit einer Patronenlänge von 51 mm mit ihren M14-Gewehren. Und mit ihren M14-Gewehren konnten halt, die hätten halt theoretisch, also wenn es zu einem heißen Krieg, also wenn der Kalte Krieg heiß geworden wäre, hätten halt die NATO-Truppen, die Sowjet-Truppen, also die Warschauer Pakt-Truppen, die ganze Zeit am langen Arm halten können. Also die ganze Zeit diese ausskirmischen können. Das heißt, immer schießen, weglaufen, schießen, weglaufen, schießen, weglaufen, weil halt die NATO-Truppen damals mit dem M14 und den anderen Sachen, also sowas wie G3 und FNFAL, größtenteils in Europa dann, einfach mehr Reichweite gehabt hätten. Und um das so ein bisschen auszugleichen, hatte man geplant, dann ein halbautomatisches Gewehr einzuführen, also ein halbautomatisches Gewehr mit einem Zielvisier einzuführen, für die alte russische Patrouille, und zwar für 7,62 mal 54 mm Rand. Und das Besondere am SVD Dragunov ist, das ist ein sogenanntes Universal-Scharfschützengewehr. Und zwar wird sich oft gestritten, wo Leute sagen, das Dragunov, das ist ein reines DMR, das ist nur ein das ist nur ein Zielfernrohrgewehr auf Deutsch. Das ist überhaupt kein Scharfschützengewehr. Und das stimmt so nicht. Und zwar das Besondere am SVD Dragunov ist es, dass es sowohl als Zielfernrohrgewehr benutzt werden kann. Das heißt, man hat eine Truppe. Diese Truppe hat größtenteils dann AKs. Einer davon hat dann noch ein RPK. Und einer davon kriegt dann noch einen Dragunov. Und dadurch, dass halt dieses Dragunov sich im Team befindet, hat man halt eine relativ große Kampfreichweite. Allerdings kann man das SVD Dragunov auch noch mit präziserer Munition ausstatten, ein anderes Visier drauf packen. Und zwar nicht das PSO-1, was das Ganze, also nicht das PSO-1 mit 4-mal Vergrößerung, sondern das PSOP mit 6-mal Vergrößerung. Ich glaube, es gibt PSOP mit 4, 6 und 8 sowieso. So, Hus ausgeschnitten. So, das PSOP gibt es in verschiedenen Vergrößerungen, aber das führt nochmal zu weit, wer sich genau für PSO und PSO, also PSO1 und PSOP interessiert und so weiter. Dazu habe ich ein kleines Video gemacht in Escape from Tarkov. Also ausgesuchte SVD-Gewehre mit präziserer Munition, mit ein bisschen besseren Visier und die präzisen Versionen, die dann von der Fabrik gefertigt wurden, die wurden dann zum Beispiel von der Spetsnaz dann auch wirklich als Scharfschützengewehre verwendet. Und zwar gibt es da wirklich, es gibt so viele Bilder und so viele Berichte von Spetsnaz, die dann irgendwie erstmal im sowjetisch-Afghanistan, also im sowjetisch-afghanischen Krieg, irgendwo auf einem Berg gehockt haben und haben da die Mudschahidin weggesniped. Dann ist das später noch im Tschetschenienkrieg, gibt es auch ganz viele Bilder, wo dann wirklich das SVD wirklich als klassisches Scharfschützenvisier, also als klassisches Scharfschützengewehr eingesetzt wird, wo man dann wirklich einen Scharfschützen hat und der andere ist dann mit einem Spektiv oder einem Fernglas daneben und macht den Spotter. Also das ist wirklich ein Universal-Scharfschützengewehr, es kann zu beidem eingesetzt werden. Und ich glaube, das haben wir auch schon gesehen in der letzten Folge. So, selbstladend. Das heißt, einmal draufdrücken, einmal schießen. Und der Sound ist cool. Und hier haben wir das klassische Absehen. Wer sich dafür interessiert, wie man dieses Absehen wirklich benutzt, Videos in Rising Storm 2 Vietnam. Und hier war doch, ach ja, genau, das ist das, was ich beim letzten Video gerade gesehen hatte, wo ich nicht mehr zu gekommen bin. Ich finde, das sieht witzig aus. Das ist das DP. Das DP heißt manchmal DP26, aber auch manchmal DP28. Das ist das leichte Maschinengewehr der Russen aus dem Zweiten Weltkrieg. Die hatten damals noch ein Teller-MG. Das hat deswegen Teller, also das hat deswegen den Magazinteller, weil halt die Patrone, also 7,62 mal 54 mm Rand, das heißt die gleiche alte Patrone, die auch im Dragunov-Gewehr benutzt wird, die hat einen Rand. Und dieser Rand macht starke Probleme bei Stangenmagazin, weil man sogenannte Rimlocks bekommen kann. Also sogenannte Randmitzieher heißen die manchmal auf Deutsch. Das ist eine Ladehemmung, wo sich zwei Patronen mit den Rändern ineinander verheddern. Und deswegen sind Magazine mit großer Kapazität in dieser Patrone auch sehr schwer zu designen. Wo man allerdings relativ einfach Magazine designen kann, ist als Tellermagazine. Weil da ist halt der Rand außen. Und wenn der Rand außen ist, dann können sich die Ränder nicht mehr so gut ineinander verfangen. Das ist auch der gleiche Grund, warum halt auch das Lewis-MG im Randkaliber 30, im Randkaliber 30-3, nee, im Randkaliber 303 britisch, obwohl 30-3 und 303 ist die gleiche Glyphenkombination. Die haben ja auch Trommelmagazine, also, ach Quatsch, nicht Trommelmagazine, die haben ja auch Tellermagazine, genau aus dem gleichen Grund. Und ich sehe gerade, die Zeit geht alle. Ich frage mich, ob ich hier noch eine größere, eine wichtige Waffe vermisse. Ich kann ja mal auf der nächsten Karte noch mal ein bisschen suchen. Es gibt ja hier in dieser
Multiplayer-Demo-2-Karten. Genau, hier stand der Vietnamese, der mich mal fertig gemacht hat in der letzten Folge. Okay, und hier haben wir jetzt auch ordentlich Rückschlag. Teller weg. Teller drauf. Übrigens noch eine kleine Anekdote am Rande. Und zwar, als die Russen gemerkt haben, dass das RPD nicht mehr das geilste Maschinengewehr ist, mit der Hülsenlänge von 39 mm, haben sie sehr schnell relativ viele DPs umgebaut auf das RP-46. Das RP-46 ist halt das gleiche MG, was wir hier haben, nur nicht mit Teller, sondern mit einer Gurtzuführung. Gab es neulich auch letztens als neue Waffe in Rising Storm 2 Vietnam. Habe ich auch ein Video zu gemacht. Ja, dann würde ich nochmal sagen, ja, hier liegt der M2 Carbine. Vielen Dank fürs Zusehen. Dann könnt ihr hier meinen Kanal abonnieren, dann könnt ihr einen anderen Kanal abonnieren, dann könnt ihr Videos dieses Kanals und eines anderen Kanals gucken. Dann denkt an das Algorithmus-Tierchen, dieses ändert sich von Likes, Kommentaren, Teilungen, Ansichten auf Fernsehen und dem Hinzufügen meiner Videos zu euren Playlists. Nochmal vielen Dank fürs Zusehen und bis dann.